So, bevor das heutige Video losgeht, das heutige Sivas Husum-Video, noch ein kleiner Hinweis meinerseits. Ja, es ist zwar nicht verwerflich, dass man zum Beispiel Maps, die noch nicht veröffentlicht sind, zum Beispiel wie die Sivas Husum, haben möchte. Das ist mir vollkommen klar. Aber liebe Leute, solche Aktionen auf irgendwelchen Seiten, die Landeier, kenne ich jetzt nicht. Möchte auch nichts gegen die Jungs jetzt sagen. Jungs und Mädels, weiß ich nicht, wer die sind. Aber das bin ich. Und das ist auch keiner von unserem Team. Und dann solche Aussagen zu tätigen wie, Hilfe, braucht die Map für die Aufnahmen, was, wollte gerade ein neues Video aufnehmen. Jungs, ganz im Ernst, ne? Mit allen Moddern, mit denen ich Kontakt habe, bin ich in direkten Kontakt. Das heißt, ich habe da keine Zwischenpersonen, überhaupt nichts. Wenn ich irgendwas mit den Leuten ausmache und so weiter, oder wenn ich mit denen in Kontakt stehe, dann melden die mir das. Und auch an dich, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Account ist geschlossen. Also das wurde schon gemeldet an die Leute von die Landeier, der ist schon mal weg, der Kanal. Also das bin nicht ich. Also wenn irgendjemand sich mich ausgibt, dann tut es mir leid, ich kann da nichts für. Ich werde selber erst darauf aufmerksam gemacht. Aber das ist schon ein ziemlich armer Versuch, an die Map zu kommen. Aber da ich ja, wie gesagt, mit den Leuten in guten Kontakt bin, wird natürlich nachgefragt und stellt sich raus, ist Blödsinn. Aber wir starten jetzt mit dem Video. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Sivas Husum. Heute bereits schon am Mittwoch. Ja, Wahnsinn. Ich weiß, ich hatte keine Zeit, also gestern und vorgestern war keine Zeit leider. Ich habe es euch aber immer wieder auch gesagt und versucht zu erklären. Aber gut, ist nochmal so, kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt hier weitermachen können. So, was haben wir denn hier gemacht? Ich glaube, wir haben ein Feld gekauft. Wir haben geerbt, ganz kräftig. Also wir haben Goldnuggets gefunden. Und so weiter und so fort. Das haben wir alles gemacht. So, jetzt muss ich mal kurz einen Überblick gewinnen von dem, was ich hier machen muss. So, genau, diese Geschichte hier, da hat sich der Modder gemeldet und hat gesagt, yo, da war irgendwie Trigger nicht da oder vergessen oder zu tief, ich weiß nicht ganz genau. Das wird auf alle Fälle bei der nächsten Version gefixt. Das heißt, wir warten da einfach noch ein bisschen und schauen einfach mal, wann die nächste Version kommt. Wer weiß, ich habe keine Ahnung. So, gut, das heißt, hier müssen wir erstmal noch ein bisschen warten. War das so dringend mit dem Sprint? Ja, das war eher dringend, ne? Aber da müssen wir halt ein bisschen sparsam sein. Oder noch irgendwie eine Möglichkeit? Ich weiß nicht. Sonst, aber warte mal, wir können da was anderes versuchen. Ob es nicht in den Hänger geht, in den Anhänger, oder ob es auch gar nicht in den Traktor geht. Weil es ist auch ein Unterschied, ne? Warte mal, wir werden das gleich mal testen. Achso, ich kann das hier gar nicht abkuppeln. Achso, wow, ich kann das... Ja, warte. So, und dann möchte ich euch noch einen Mod zeigen, den ich selber heute zugeschickt bekommen habe. Auch wieder von dem lieben LSHK Service. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Achso, aber hier geht das zum Laden, ne? Gut, das heißt schon mal, in Traktoren laden kein Problem, in Anhänger laden noch nicht, aber wird bestimmt bald kommen. Bin ich fest davon überzeugt. So, okay, dann müssen wir halt im Notfall jetzt mit die anderen Maschinen runterfahren. Ist ja kein Problem. Und zwar... gibt es einen neuen, also neuer Mod in Anführungszeichen, es wird geben, so muss ich es formulieren, weil noch ist es nicht zum Download, noch bringt es euch ja auch nichts, weil ihr die Karte noch nicht habt, aber ich kann euch versprechen, die kommt. Die kommt, hundertprozentig. Und zwar kennen wir ja alle diesen Standard Futtermischwagen. Na, wir kennen ihn alle und jetzt gibt es eine Version und zwar die hier, die noch, ihr seht unten den direkten Vergleich, guckt mal auf die Symbole unten, ah, da fehlen 3-4 Sachen, ne? Und zwar ist das jetzt, soweit ich jetzt gehört habe, ich habe es noch nicht getestet, ist das die Version zur Herstellung von Schweinefutter. Was auch sehr, sehr gut ist. Also finde ich wirklich sehr, sehr cool, dass die Jungs sich da so viel Mühe geben. Muss man natürlich dazu sagen, ja, hat der Stefan jetzt nicht, aber möchte ich trotzdem haben, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ganz einfach, weil wir uns sonst einfach so viel, wir geben so viel Geld aus, mit dieses fertige Zeug zu kaufen. Jetzt können wir selber Schweinefutter herstellen. Finde ich persönlich nicht so schlecht. Glaube aber, da war noch irgendwas, aber ist nicht so tragisch. Das wollte ich euch auf alle Fälle mal zeigen. Der wird auch kommen.
Ich weiß nicht genau, ob es mit der parallel mit der Map kommt. Ich weiß nicht, ob der Wagen zuerst kommt oder die Map zuerst kommt. Wir schauen einfach mal. Achso, übrigens, das wollte ich noch dazu sagen, damit wirklich alles richtig ist. Die Idee ist vom LSR Service gekommen. Der Maro hat das Skript dafür geschrieben oder umgeschrieben. Und der Mach 1 Andi, steht zumindest mal hier, hat den ins Spiel gebracht. Sehr, sehr cool, Jungs. Habt ihr wirklich wunderbar gemacht, wenn das Ding jetzt noch funktioniert. Ich will es ja noch nicht testen, weil ich habe auch noch nicht wirklich was zum Testen. Aber ich finde schon mal cool, dass die Leute sich da ein bisschen Gedanken zu machen. Das ist wirklich schon mal nicht so schlecht. So, wir haben hier gedüngt. Hier fehlt ein Streifen. Guck mal. Aber gut, wollen wir jetzt nicht päpstlich als der Papst sein. Lass mal erstmal gut sein. Ah. So, am kommenden... Oh, was war denn das jetzt nochmal? Lass mich überlegen. Am kommenden Samstag, am Sibbers-Samstag, kommt der Lohner. Da ist er da. Ich habe ihn schon bestellt. Ich habe gesagt, yo, hier dreschen. Und alles weitere. Und er hat gesagt, kein Problem. Samstag früh sehen wir uns. Und ich gesagt, wunderbar, das ist ein Date. Das heißt, wir haben den ganzen Samstag haben wir wahrscheinlich den Lohner da. Der wird alle Felder abruppen. Und da müssen wir mal schauen, ne? Weil ich habe jetzt, er hat mir zwar angeboten, auch den Abfahrer mitzumachen, aber das kostet so viel Geld, ne? Und da habe ich gesagt, nee, lass mal lassen, machen wir wirklich so, wie der Stefan das auch macht. Das heißt, nur dreschen und ich werde selber abfahren. Das heißt, im Umkehrschluss, es ist sehr, sehr gut, dass wir uns diese Hallen gekauft haben, weil da kann ich das ganze Zeug einlagern, beziehungsweise muss ich sogar einlagern, weil sonst weiß ich nicht, wo ich hin machen soll, das Zeug, ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Weil am Hof ist ja wirklich mehr oder weniger nur Maschinen und sowas. Also da habe ich nicht wirklich Platz, um da jetzt noch was einzulagern. So, warte mal. Mal kurz gucken, ob ich da noch was auffüllen kann oder muss. Wahrscheinlich ist das der Heck, das Heckding leer. Oder leerer. Wird selber aufgefüllt. Läuft. So, jetzt machen wir noch ganz kurz eine andere Sache. Und zwar würde ich doch jetzt gerne mal den Futtermischwagen nach Hause holen. Wir werden ihn heute noch nicht verwenden, aber ich lasse halt nicht ganz so neue Geräte am Händler rumstehen. Ist ein Tick von mir, ich weiß nicht warum. Das war knapp, aber der Oldtimer hat's gehalten. Wunderbar. Sonst gibt's irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Ich habe wieder sehr viele Mod-Vorschläge bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ist halt wirklich sehr, sehr nett. Das ist ja wirklich schlimm. Genau, mit den Tieren, da machen wir jetzt nochmal Grande Finale, wie es so schön heißt. Also da werden wir uns wirklich voll ins Zeug hauen mit den Tieren. Deswegen fand ich auch den Futtermischwagen einigermaßen, also wirklich gut, weil ich hoffe ja, das habe ich nicht jetzt gefragt, das möchte ich selber rausfinden. Oh, Ponys. Guten Tag. Und zwar, oh, guck mal, ja, da ist er, da ist er. Und zwar hoffe ich ja wirklich, dass man dann beides mischen kann, ne? Dass man zum Beispiel Mischfutter für die Kühe machen kann. Also nicht Mischfutter, sondern Kraftfutter heißt das, ja. Und aber gleichzeitig auch schönes Schweinefutter herstellen kann. Das wäre wirklich cool. Wirklich, wirklich cool. So. Und mal ankuppeln das Ding hier. Zapfwelle hat er auch, hat er auch, hat er auch. So, was steht denn da drin? Eigentlich nicht viel, ne? Okay, müssen wir mal gucken, wie das mit den Anzeigen dann funktioniert. Oder kann das sogar betreiben? Ja, das ist natürlich nice, ne? Da haben wir nämlich noch eine Verwendung für den Oldtimer. Sehr, sehr cool. Sonst natürlich würde ich sagen, alles funktioniert, ne? Ja, klar. Gut, da hat sich ja nicht wirklich was geändert. Ich glaube, da hat sich ja wirklich nur das Skript geändert. Natürlich, wahrscheinlich werden noch ein paar Trigger hinzugekommen sein, aber das ist ja jetzt erstmal Schnuppe. So, was ist denn hier für ein Stau? Oh, da hat irgendjemand sein Fahrzeug... Warte, das ist meins, ne? Jo, warte mal ganz kurz. Da könnte... Sag mal, du kannst da auch nicht Auto fahren, ne? Weißt du, ich fahre einen Ford Ranger. Und ich weiß genau, dass man da rumkommt mit Pickup. So, fahr weiter. Nicht mal hier so... Ja, Alter. Bleib doch mal ein bisschen geschmeidig hier. Ich hab... Warte. Runde Umleuchte an. Also bitte. So. Der, was am meisten raucht, kann als erstes fahren, habe ich gehört. Also, weg da. Aber Lisa, viel los. Ist halt Sonntag hier, oder was? Heute ist viel Verkehr, ne? Ja, ich freue mich schon sehr. Also das heißt, wir können morgen noch ein bisschen Vorbereitung machen, ne? Also noch ein bisschen gucken, Anhänger vorbereiten, gucken, dass alle Anhänger leer sind, dann die ganze Flotte nochmal auftanken vielleicht. Das heißt, wir morgen vielleicht noch ein bisschen rumfahren, alles nochmal auftanken. Und ja, dann würde ich gerüstet sind für den Lohner. Bin ich gespannt. Ich habe keine Ahnung mehr, was für ein Gerät da kommt. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das war eine sehr sympathische Stimme am Telefon. Keine Ahnung, wer da kommt.
Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns überraschen, oder? Irgendwer wird schon kommen. Aber der Wagen sieht schon ziemlich cool aus, ne? Ich weiß, der Simon, der Stefan hat den Wagen nicht, aber das ist egal. Wir müssen auch mal so ein bisschen den Hof voranbringen, sagen wir es mal so, ne? Und mit einem Futtermischwagen heben wir uns natürlich ganz klar vor der Konkurrenz ab. Das müssen wir auch mal so sagen, weil jeder kauft beim Händler und der Händler kann natürlich sagen, yo, ich habe heute Bock, ich mache mal den Sack nicht mehr um 10 Euro, sondern nur um 15 Euro. So, was willst du da machen? Da bist du gefangen, der hat ein Monopol. So, und dann können wir sagen, kein Problem, wir mischen unser Futter selber. Wenn irgendwelche Nachbarn was brauchen würden, können sie bei uns kaufen, natürlich kein Problem. Ich habe tatsächlich letztes Mal auf YouTube eine Reportage gesehen zum Thema Futtermischen. Es gibt, ich weiß nicht, wie der heißt, Kerber, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Auch jemand aus Deutschland, der war früher Landwirt und ist jetzt Lohnunternehmer, aber nicht im klassischen Sinne, sondern ist Lohnunternehmer nur für Futtermischen. Das heißt, er hat 5 oder 6 von diesen riesengroßen Futtermischwägen und der fährt nur rum, in Umkreis von 100 Kilometer, glaube ich, weiß jetzt aber nicht, wo der stationiert ist, und mischt Futter für andere Betriebe. Aber nicht nur jetzt ein bisschen Silage und Heu und sowas, sondern wirklich auch Futter für Schweine, für Kühe, für Hühner auch sehr viel, habe ich gesehen. Richtig cool. Richtig cool. Gebt mal ein. Ich weiß nicht. Kerber, ich weiß nicht, wie der Lohnunternehmer geheißen hat, aber fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass man da wirklich auch eine Firma draus machen kann und dass es so gut ankommt, aber ja, die Vorteile liegen klar auf der Hand, ne? Wenn du so einen Futtermischer hast, also wir haben jetzt zum Beispiel einen, aber der Nachbar zum Beispiel kann sich keinen leisten und dann können wir sagen, jo, kein Problem, wir mischen für dich ein bisschen Futter und verlangen halt Betrag X dafür, weißt du? Nicht jetzt unverschämt, aber das muss sich halt schon nicht lohnen, ne? Weil sonst wäre man ein Lohnbetrieb, aber es muss halt die Kosten decken. Ganz einfach. Aber Nachbarschaftshilfe ist halt schon wichtig, muss man schon sagen. Ach, ja, heute den Sack wieder rumgehauen. Ich bin wieder so ein... Oh Gott, ey. So, okay, gut. Dann nehmen wir mal... Ist hier noch was drin? Hier ist nichts mehr drin. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die Maschinen erstens aufgedankt bekommen und zweitens nach Hause kommen. Die müssen nochmal gewaschen werden, weil ich möchte doch einen guten Eindruck hinterlassen vom Lohner. Wir fahren mal hier weiter, oder? Nee, warte, ich muss auf die... Warte, wo muss ich jetzt hin? Ich bin verwirrt. Hier muss ich raus. So, das heißt, wir fahren jetzt hier nochmal ganz fix tanken. Weil das ist der 681. Ja, genau. Das ist unser stärkstes Tier im Stall. Der wird dann die Anhänger ziehen. Der muss jetzt nochmal... Alter, guck dir mal an. Oh, das kannst du nicht zeigen, ne? Gut. Der muss getankt werden. Der muss gewaschen werden. Und dann kann der schon mal vor die Anhänger. Dann haben wir das schon mal vorbereitet. Die Frage ist auch... Die Frage ist, ob ich jetzt beide Anhänger an einen Traktor anhänge oder ob ich jetzt einen Traktor plus einen Anhänger plus noch einen Traktor plus einen Anhänger schicke, weißt du? Weil in der Zeit, wo ich abfahre zum Lager auf gut Deutsch, da haben wir natürlich Stillstand und ich hoffe nicht, dass da gerade in dem Moment der Drescher voll wird, aber das wird wahrscheinlich so sein, deswegen wäre besser, wenn ich mit zwei Gespannen fahre, glaube ich. Wäre besser. Weil der Lohner wird nach Stunden bezahlt, klarer Fall. Und wenn er rumsteht, dann muss ich es auch bezahlen und da muss man halt ein bisschen planen davor, ne? Deswegen gehen wir ja heute schon waschen und ein bisschen tanken. Das ist, also tanken wird noch ein bisschen reinhauen jetzt, aber das muss halt so sein, ne? So, hier wird schön getankt. Ich kann noch ein bisschen Schafe gucken gehen. Oh, hallo. Na, wie geht's euch? Euch geht's ja richtig gut hier, ne? Aber viele Schafe sind hier nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Das war's. Ist ja überschaubar, ne? Ich habe die Schafe noch nie so genau angeschaut. Aber ist nicht so schlimm. Was gibt's hier? Oh, gibt's hier Bären? Johannesbären? Ja, ich geh doch. Entschuldigung, sind deine Bären, habe ich verstanden. Meine Güte, doch. So, das heißt, Tank ist voll, ab zum Hof. Können wir das Saatgut mitnehmen? Aber wir haben eigenes Saatgut, brauchen wir nicht. Das ist, oder ist das Saatgut? Warte mal, nur mal testen. Geht gar nicht. Klappe aufmachen. Geht gar nicht. Na gut, egal.
egal. Oh, oh wow, da sind wir hier reingefahren. Das ist aber ein schmales Tor. Wir sind da drüben reingefahren, okay. Gibt es auch eine Straße hinten rum? Ist eigentlich egal, weil wir müssen sowieso die gleiche Strecke zurückfahren. So, das heißt waschen noch. Was haben wir da noch? Den 610er. 610er mit Frontrad, da können wir Frontrad aber abbauen. Hm. Wir müssen einen Vorlabimotor mit draufnehmen, unbedingt. Beim Vorlabimotor könnte ich das Fahrzeug da vorne auch gleich mit nach Hause nehmen. ...607.000. Bin gespannt, was der Lohn ausmacht. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Felder zum Dreschen. 1, 2, ja genau, 5 Felder zum Dreschen. Wobei das Feld 6 schon sehr, sehr groß ist. Also wirklich, das ist schon riesengroß. Bin gespannt, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe gesagt, ich habe einige Hektar zu machen, ne? Also das weiß er. Bin gespannt, was für ein Gerät da kommt. Ich habe wirklich keinen blassen Dunst. Gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt auf alle Fälle noch nach Hause. Waschen den nochmal ganz fix. Weil dann haben wir einen schon mal bereit, auf alle Fälle. Und morgen machen wir dann den Rest. Dann bereiten wir den 610er vor. Werden aber nochmal schauen, dass wir im Frontrad vielleicht die Produktion des Saatguts auffüllen, damit das schon mal läuft. Gedüngt. Haben wir hoffentlich... Ah, wenn ich jetzt was vergessen habe, dann ist es halt so. Ja, Feld 16 habe ich vergessen. Egal. Vielleicht schaffen wir das morgen noch auf die Schnelle, Feld 16 zu düngen. Und wenn nicht, dann ist es halt so, weißt du? Dann ist es halt so. Das habe ich jetzt vergessen, siehst du? Ich glaube, ich wollte nämlich von Feld 12 auf Feld 16 fahren, ne? Oder ich war auf dem Weg zu Feld 16, habe dann festgestellt, oh, blöd, und bin dann auf Feld 12 abgebogen. Irgendwie so war das. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass morgen alles reif ist, ne? Das wird auch so ein bisschen Spektakel. Aber das werde ich dann, das mache ich schon, das mache ich schon. Bin sehr gespannt auf die erste Ernte. Wir haben ja noch nichts geerntet hier, ne? Also wirklich nichts, nada. Wir haben nur angesät, wir haben Tiere bewirtschaftet und so weiter und so fort. Und ja. Ich habe auch gesagt, dass wir über die Strohballenpresse reden können. Also nicht reden können in dem Sinne, sondern dass er da gleich mitmacht. So, da haben wir schon mal einen Anhänger fertig. Das ist cool, das passt. Weil da kann er mir gleich noch ein paar Strohballen pressen. Die lade ich aber dann selber. Er hat gesagt, ja, kann ich die nach Hause bringen, kann ich einladen? Und er sagt, ja, lass erstmal lassen. Ich weiß noch nicht, wie viel Arbeit ich habe, ne? Wenn ich dann spontan sehe, okay, ich habe viel zu viel Arbeit mit allem Korn und so weiter, dann würde ich wahrscheinlich wohl den Lohner auch beauftragen, das zu Hause einzulagern. Ich glaube, der hat so einen Glas-Korpien-Teleskoplader. Richtig schönes Ding, habe ich schon mal gesehen. Aber gut, das schauen wir uns dann am Samstag. Ich bin sehr gespannt auf Samstag, ne? Ich hoffe, ihr auch. Schreibt es mal in die Kommentare, freut euch auf den Lohner. Oder was glaubt ihr denn? Oder was würdet ihr euch denn wünschen? Was würdet ihr euch denn wünschen, hat der Lohner denn für Maschinen? Weil es ist ja so, ne? Also ich kenne es zumindest so, dass der Lohner meistens nur eine Marke hat oder sehr viel von einer Marke hat. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr euch wünschen würdet als Lohner. Nicht wen, weil wen haben wir schon. Aber welche Marken der Lohner hat. Das, vielleicht hat das Einfluss. Ich habe keine Ahnung. So, aber sauber ist auch sauber. Dann stellen wir mal die Sämaschine in die Halle. Genau. Dann haben wir das schon mal weniger. Da haben wir jetzt noch einen Anhänger, der ist auch fertig. Sehr gut. Das ist der 621er. Ich habe doch noch irgendwo einen Frontrad rumstehen. Gut, das schauen wir uns aber auch an. Ja, liebe Leute, ich danke erstmal herzlich fürs Zuschauen. Da ist er, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch auch auf den Lohner freut. Am Samstag kommt er dann. Und wie gesagt, Geräte ran, was er da haben könnte, gerne in die Kommentare schreiben. Ich lasse es mal so offen, ob das was bringt. Ich möchte es nicht sagen, mal schauen. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns morgen natürlich wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.